Tag, ihr Menschen, weil ich gleich die Bergtat hören will, habe ich gedacht, stell ich mal gerade hier diese lustige Box vor, die da irgendwann mal rauskam. 2014 steht da, ja wunderbar. Von Ulva. Ich hatte vorher die Ulva-Box mit den drei Picture-LPs, aber ja, da ich Picture-LPs nicht so sehr mag, habe ich gedacht, komm, verkaufst du die und holst du irgendwann, wenn es neu rauskommt, das Album, das dir eigentlich als einzigstes von Ulva gefällt. Und zwar die Nattens Madrigal. Ja. Aber dann kam vorher diese Box raus. Die war, glaube ich, gar nicht so super limitiert. 3000, ah ja, 3000, da steht es ja. Ja, 3000 weltweit. Da gab es dann auch noch verschiedene Farben. Ich glaube, die gab es in Clear Vinyl noch. Da war sie auf 1000 limitiert, aber irgendwie war da was. Egal. Mir geht es ja nicht um die Limitierung, sondern ich will ja die Platten haben und hören. Und da geht es ja drum. Ja, das hier ist eine Box. Die ist ganz cool. Ein Poster. Dann ist hier das ein lustiges Booklet. Texten, Fotos, sieht man das so? Ich habe keinen guten Blick auf die Kamera. Ja. Ja. Gepause mal wieder hier. Ne? Oh, das Foto finde ich cool. Das ist doch der, wie heißt er noch? Morty ist, gell? Ist er das? Ich glaube schon. Ja. Na komm, beschleunigen wir das Ganze mal. Ist interessant. So, oh, weiß, weiß. Weiß ist ja das neue Schwarz. Ha. So. Ja, so ist es. Ja, hier sind nur die Texte und Liner Notes wahrscheinlich. Ja, noch. Ja. Ihr kennt sie nicht, der Black Metal Lifestyle. Ja. Aber Herzstück ist für mich natürlich die Nattens Madrigal. Ah, meine liebste Ulva und auch eine meiner liebsten Scheiben überhaupt. Das ist so Black Metal, wie er roher, melodischer, schneller, fieser und Lo-Fi produzierter nicht sein kann. Also ich liebe das Teil. Das ist so. Yeah. Luschwa. Gut. Hätten wir hier die Bergtat Promo 93 Nummer 1. Was ist denn da drauf? Ist das? Was ist das für eine Promo? Es wird bestimmt irgendwo erklärt. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das Zeug da drauf ziemlich cool war. Ich glaube, das höre ich nachher dann auch noch. So, die werde ich nachher hören, weil die hat mir der Herr Hundefels wieder ein bisschen schmackhafter gemacht. Jetzt sehe ich ja erst, dass da so ein Mensch irgendwas drin ist. Das erinnert mich an die Story von Junji Ito, wo so Löcher im Berg drin sind, die so geformt sind wie Menschen. Die Menschen, die krabbeln da rein und passen da komischerweise dann rein und irgendwie so eine sehr schiere Story. Ich kann sowieso Junji Ito, ein japanischer Manga, Comic-Künstler, kann ich sehr empfehlen. Er macht sehr, sehr krasses Zeug. Also ultra derb. Die Quellzanga, ja, das ist... Die hat mir noch nie so gefallen. Aber da werde ich auch mal noch mal reinhören. Natürlich. Dann hier natürlich das Tape. Nattens Madrigal, 4-Track Rehearsal, Summer 90. Oh, 1995. Cool. Ja. Oh, die müsste ich mal auch noch mal reinhören hier. Ich weiß noch, dass das auch sehr, sehr cool war, das Teil. Werde ich gleich mal machen. Ja, das ist halt die Trollsock-Fock-Box da. Schwarz hier. Ja. Dann ist das so. Wunderbar. Ich glaube, die hat damals 70 Euro oder so gekostet. 70, 75 Euro, was jetzt nicht
so viel ist für 4 LPs. So, schauen wir mal, was hier draufsteht. Vielleicht erschließt sich uns einiges. LPs, Fotos, Endparaphernalia. Was ist denn das für ein Wort? Habe ich noch nie gehört. Original Norwegian lyrics, presentations and English translations. Comes by the band as well as liner notes by John Metallion Christiansen. Found of Had Not Found Records and the man behind the Slayer Mac. Jo, und so weiter und so fort. Oh, Lord of Chaos, bla bla bla. Gut. Remastered, remastered. Alles remastered. Cool. Ja, so ist das, ne? Boah, ich hier, Christian. Gut.